150 Jahre waren sie ausgerottet. Jetzt sind die Wölfe zurück in Deutschland. Man hat ständig Angst, dass es wieder passiert. Kann der Wolf in Deutschland einen Platz haben? Mit einem geregelten Abschussplan hätte man eine Chance. Müssen wir Wölfe töten? Oh fuck, wir haben hier gerade einen Schuss gehört. Die Geschichte beginnt hier, mit Artikeln, Dokumenten und Büchern. Ich lese so viel ich kann. Doch irgendwann wird klar, jetzt ist es soweit. Ich muss raus. Und dann kommt Gunnar ins Spiel. Ungefähr hier, da wo dieser ganze große Wolfshaufen ist, ja. Da hat mein Vater eine Hütte im Wald, in der Lüneburger Heide. Da, wo die ganzen Wölfe sind? Genau. Hast du schon welche gesehen? Ich habe einmal welche gehört. Eine Hütte im Wald. Zusammen mit einer Kollegin breche ich auf. Herr Kalle und ich sind jetzt auf dem Weg zu Gunnars Waldhütte, um uns eine Woche lang auf die Spur des Wolfes zu begeben. Und ja, wir sind schon ganz gespannt, wie unser Zuhause für die nächste Woche aussieht. Also da wurde eine Markierung gesetzt und wir sind jetzt irgendwo im Nirgendwo. Also da ist halt gar nichts. Da ist eine Hütte. Da ist eine Hütte. Wir sind da. Gunnar hat uns einen wunderschönen Lageplan gezeichnet. Ich hoffe, das erkennt man, wo was ist. Ja, also hier ist die Haupthütte. Wohnzimmer, hier machen wir uns irgendwie schon gemütlich mit Kerzen und so weiter. Ganz wichtig natürlich der Generator, sonst haben wir nämlich hier im Wald keinen Strom. Wenn wir keinen Strom haben eine Woche lang, dann wird es schwierig. Obwohl wir waren eben einkaufen, ich habe noch ganz viele Teelichter gekauft. Vielleicht reicht das erst. Probier nochmal jetzt. So, nachdem wir das Stromproblem bewältigt haben, geht's los. Wir bringen jetzt hier mal die ersten Waldkameras an, um zu schauen, was man hier so entdecken kann. Wir haben 3 Kameras insgesamt, die wir jetzt im Wald verteilen. Hör mal, da zählt er jetzt runter. Jetzt macht er eigentlich den ersten Testshot gleich, dann gucken wir mal. Jetzt haben wir noch eine übrig. Und hier unten, ja, ist unser Quartier. Der letzte Strom wird genutzt für ein Hörbuch abends. Über die Wölfe natürlich. Ja, über die Wölfe. Der Wolf gilt als geschützte Art. Von Osten her breitet er sich zunehmend aus. Circa 60 Rudel gibt es, insgesamt schätzungsweise 150 Tiere. Und dort, wo unsere Hütte ist, wurden diese Aufnahmen gemacht. Müssen vielleicht mal die Leute da vorne warnen. Sie zeigen, wie nah der Wolf dem Menschen kommen kann. Und es gibt auch diese Aufnahmen. Allein in Niedersachsen wurden 2017 über 400 Tiere durch den Wolf getötet. Er hat es leicht, denn die eingezäunten Nutztiere können nicht weglaufen. Wir besuchen einen Landwirt, der Schafzucht hat. Was bedeutet das für Sie, dass der Wolf wieder hier ist? Angst und Arbeit. Wir haben vorletzten Winter ungefähr 40 Schafe verloren durch den Wolf. Man hat ständig Angst, dass es wieder passiert. Zum Teil hatten wir das, dass die in der Mitte auseinandergerissen waren, die Schafe. Der Pensel lag noch mal extra. Ich kenne also einige, die einfach die Schafhaltung aufgegeben haben. Und wer kleine Kinder hat und so, die passen schon auf, dass die Kinder nicht mehr alleine rauslassen. Ne? Ich meine, das kann es nicht sein. Ne? Ich
Vor mir steht jetzt eine riesen Schafherde. Schäfchen, kleine Hunde. So stelle ich mir das Schäferleben vor. Wenn ich der Wolf wäre. Ja, wenn ich der Wolf wäre. Haben Sie denn hier Probleme mit dem Wolf? Er war bei mir 1,5 Stunden beim Hüten. Ist er mitgelaufen, von 4 bis 5:30. Und was geht einem dann so durch den Kopf? Wo ist der nächste Hofstand? Also aus Ihrer Sicht ist es sozusagen einfach eine hoffnungslose Situation für Schäfer. Nicht bloß für Schäfer. Wir haben bei uns auf dem Hof haben wir den Waldkindergarten gehabt. So, die dürfen nicht mehr kommen 14 Tage lang. Die dürfen ihre 14 Tage nicht mehr auf dem Schäferhof machen wegen dem Wolf. Weil keiner die Verantwortung übernimmt. Weil der Wolf ja da gesichtet wurde. Ja. Glauben Sie denn wirklich, dass der Wolf eine Gefahr darstellt? 100%. Vor kurz oder lang, wenn das erste Kind dran ist. Dann. Und ich sage, hoffentlich ist so ein Kind von jemandem, der schreit, hurra, der Wolf ist wieder da. Ja? Und nicht kein unschuldiges Kind. Oha, okay. Aber gleich das eigene Kind, das finde ich dann doch ein bisschen drastisch. Wir müssen alle Opfer bringen. Ich muss auch 10 Schafe opfern für einen Wolf. Können die auch mal ein Kind opfern. Tut mir genauso leid um die Schafe. Ja. Ich möchte mir nicht haben, aber die möchten mir ja haben. Ja. Es ist ihre Wut. Dabei gibt es immerhin Hilfe. Wenn eine Herde vom Wolf gerissen wird, kann man Entschädigungen bei kommunalen Wolfsbüros beantragen. Aber es muss bewiesen werden, dass es wirklich ein Wolf war. Alles also nicht so leicht für die Nutztierhalter. Aber muss man deshalb den Wolf töten? Wir schwanken hin und her zwischen den Argumenten. Also ich bin ja auch dafür, dass der Wolf lebt. Ich bin generell dafür, dass jedes Tier lebt, so, weißt du? Ja. Aber das ist natürlich eine romantische Städtervorstellung, die hier auf eine ganz andere Realität trifft. Ich sage ja auch gar nicht, wie vielleicht andere das Extrem wählen. Jeder Wolf muss ewig geschützt werden. Und jetzt ist der Wolf halt dazugekommen und der ist nun mal einfach noch eine bedrohte Art und da muss man sehen, wie man damit umgeht. Es ist nur halt einfach, wie gesagt, so, der Wolf kann halt nicht einfach in den Supermarkt gehen und sagen, so, heute hätte ich gerne Schaf und morgen hätte ich gerne Reh. So, oder gar kein halt, Fleisch, sondern ja. Ich knabber mal einfach Löwenzahn. Ja. Das funktioniert halt leider nicht. Sie ist schon mal noch da. Das ist schon mal gut. Capturing, ja super, jetzt sind wir drauf auf alle Fälle. Ich glaube, davon werden wir dann einige Fotos haben. Ja. Ah ja, ein paar Bilder. Da ist was. Da. Wir haben leider wieder keinen Strom. Der hat nur kurz gehalten. Ja, jetzt ist aber dunkel. Eigentlich ist hier ein Solarspeicher. Es hat jetzt den ganzen Tag die Sonne geschienen. Das heißt, wir werfen jetzt zur Nacht noch mal an und probieren mal unser Glück. So. Hört und? Sich schon mal gar nicht mal so schlecht an. Ich versuche mal hier. Ja! Wir haben Licht! Wir haben Licht, wir haben Strom. Nicht zu viel anmachen, nicht zu viel anmachen. Nee. Gleich. Eine Lampe. Nicht alle Schäfer sehen die Rückkehr des Wolfes als hoffnungslose Situation an. Wir treffen Nicole Benning, die seit vielen Jahren Herden hütet. Mit der Züchtung und dem Einsatz von Kangals, ganz spezieller Hütehunde, versucht sie, ihre Schafe vor dem Wolf zu schützen. Hallo. Wissen Sie, ob ein Wolf schon mal sich Ihrer Herde genähert hat? 100%ig. Nicht nur einmal, sondern quasi regelmäßig. Und es standen aber 4 Hunde drin. Und das ist halt das, worauf wir setzen. Also wir setzen auf Abwehr, Abschreckung. Denn der Wolf ist territorial und die Hunde sind das auch. Also sie kommunizieren miteinander. Die Hunde sagen ihm im Prinzip, bleib draußen, ansonsten wird es unangenehm. Und das funktioniert bislang sehr gut. Wir sitzen im Einzugsgebiet von ungefähr 10 Wolfsrudeln mit allen unseren Herden oder Weideflächen. Und wir hatten nicht einen Wolfsübergriff. Aber sollten wir Rudeljagden kriegen, wo wirklich, 10 Wölfe gemeinschaftlich jagen, dagegen kann man nicht mehr aufrüsten. Wie ist das für Sie? Also glauben Sie daran, dass es sozusagen ein Miteinanderleben geben kann oder eher nicht?
Ja, ich glaube das schon, dass das geht. Man muss aber auch ein bisschen Verständnis für die Kollegen aufbringen. Also das Problem der Schäfer ist noch mal wieder mehr Geld, das sie in die Hand nehmen müssen, um sich Hunde zu kaufen. Noch mal mehr Arbeit, um die Hunde anzulernen, auszubilden, zu überwachen. Noch mal mehr Arbeit, weil der Zaunbau nicht mal eben luschi-luschi, sondern wirklich vernünftig, intensiv und so weiter gemacht werden muss. Und sie kriegen kein Geld dafür. So. Und das ist, glaube ich, das Kernproblem, warum viele so ablehnend dem Wolf gegenüberstehen. Das Ausleben. Der Wolf ist nicht nur für Schäfer und Nutztierhalter ein Problem. Längst wird eine zum Teil heftige Debatte geführt, mit harten Fronten. Wolf, nein danke. Ein Herz für Wölfe. Abschussliste. Die Wölfe kommen. Inzwischen ist das Thema auch im Deutschen Bundestag angekommen. Wölfe laufen immer öfter seelenruhig durch Dörfer, an Bushaltestellen vorbei, an denen nur wenige Stunden vorher Kinder auf ihren Schulbus warteten. Es gibt keine real existierende Gefahr für dreijährige Kinder im deutschen Wald. Romantik ist hier fehl am Platz. Es geht nicht um Problemignoranz, sondern um Lösungen. Der Wolf ist ein scheues Tier, der Wolf meidet den Menschen, der Wolf ernährt sich von Wildtieren. An diese Thesen hält sich leider nicht jeder Wolf. Einer, der die Gefahren abwägen will, ist der Wolfsexperte vom NABU. Und klar, er ist pro Wolf. Aber er beschäftigt sich einen großen Teil seiner Zeit mit nichts anderem. Und sofort finden wir Spuren. Der hat hier auch eine Runde gezogen, weil die offensichtlich zu zwei waren und sich hier so ein bisschen gekrabbelt haben. Können Sie ihn verstehen, wenn man jetzt auch darüber spricht mit anderen Leuten, die hier wohnen, dass die Angst haben und sagen, Mensch, so nah bei Menschen dran, irgendwie, ich traue mich jetzt nicht mehr hier lang zu gehen? Oder ist das komplett unberechtigt? Ich will keinem Menschen die Angst ausreden. Das ist eine ganz persönliche Empfindung. Und so reagiert ein Lebewesen auf eine unklare Situation, auf eine unbekannte Situation. Weswegen es ja so wichtig ist, die Wölfe zu erklären. Wenn die Menschen das verstehen, können sie das abbauen. Ich kann denen nur erklären, sie brauchen, aber nicht um ihre Gesundheit zu fürchten. Ne? Und sie sollen deswegen bloß nicht aufhören, in die Natur zu gehen und spazieren zu gehen. Ne? Bisher gab es in Deutschland noch keinen Vorfall einer direkten Wolfsattacke. Wildschweine sind oft sehr viel gefährlicher. Es gibt viele Unfälle und sogar einen belegten Todesfall. Also es dämmert, es ist jetzt 9 ungefähr. Ja, Viertel nach 9, sowas. Abends. Und wir gehen jetzt auf den Hochstand und wollen versuchen, ein paar Tiere zu sehen. Am besten natürlich ein Wolf, weil der ist ja nachtaktiv. Und vielleicht haben wir jetzt ja Glück. Hoppala. So, auch ich hab's geschafft. Achtung, ja. Passt. Ja, ja, ja. Sehr gut. Ja, super. So, zeig mal, das ist unser Quartier für die Nacht, ne? Hier geht's rein. Wie lange sitzen wir jetzt schon? Eine Stunde. Ungefähr. Ist noch nichts passiert? Nee. Und jetzt ganz im Ernst, also alles andere als ein Jäger würde mir jetzt viel mehr Angst machen. Ja, aber, also wenn... Jetzt ist hier irgendwas lang galoppiert. Noch ein Schuss. Habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört? So, mach mal die Taschenlampe an, wir müssen hier jetzt hinleuchten. Sollen wir jetzt ruhig einen Augenblick? Warum? Da sitzt ein fucking Vieh drin. Und warum muss es jetzt kommen? Jetzt wollen wir hier runter. Vorher? Oh.
Ne? Okay, ja, ich bin da. Okay, komm. Wir finden jetzt schnell den Weg zur Hütte. Wir murmeln uns in der Hütte gleich ein und alles gut. So, Carla und ich sammeln jetzt die Wildkameras ein, um dann die ganzen Bilder mal auszuwerten. So, hier sind die drei Kameras. Ja. Das ist von gestern Abend, da waren wir da. Ja, das war genau da, wo wir runter wollten. Ja, da ungefähr war unsere Hütte. Und hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kleine und 2 große. Und eigentlich, also es ist natürlich jetzt fies, das so zu sagen, aber für den Wolf natürlich ideales Jagdrevier, ne? Wolf, Schweinchen. Wolf, da vorne, ne? Wie war das? Schweine und Rehe. Gönnst den Wolf ja mehr als den Jäger. Doch ganz so leicht kommt der Wolf nicht davon. Immer wieder wurden Tiere illegal geschossen. Viele Jäger wollen Abschüsse am liebsten gesetzlich regeln lassen und werben in bunten Clips für ein besseres Image. Kritiker behaupten, Jäger seien Tiermörder und gingen nur aus Lust am Töten auf die Jagd. Aber die Aufgaben des Jägers lassen sich nicht so banal reduzieren. Jagd ist gelebter Natur- und Artenschutz. Doch was heißt das eigentlich? Es heißt zum Beispiel, Lebensräume für wilde Tiere zu schaffen und zu pflegen. Für Susanne Domnick, Jägerin in Niedersachsen, bringt der Wolf alles durcheinander. Und freie Natur ist aus ihrer Sicht schlicht illusorisch und manchmal auch eine bittere Erfahrung. Nach einer Stunde oder so hörte ich im Hintergrund ein Reh klagen. Das klagte aber auch nur noch in den letzten Tönen, weil das, wie es sich anhörte, vom Wolf gerissen wurde, und zwar gerade live. Und dementsprechend ist das natürlich dann nicht schön zu hören. Ne? Aber ist das nicht eigentlich ursprünglich sozusagen die natürlichere Art und Weise, wie ein Wild stirbt? Das mag wohl sein, dass es von der Seite aus betrachtet so ist. Ich denke nur, in dem Maße, in dem wir besiedelt sind hier, zum Beispiel jetzt in Niedersachsen, da ist einfach für so viele Wölfe kein Platz. Und was wäre Ihr Ansatz, sozusagen jetzt mit den Wölfen umzugehen? Dass wir wirklich eine Abschussquote für Wölfe bekämen, sprich, dass der Wolf ins Jagdrecht mit aufgenommen wird. Und klar, irgendeine Regulierung wird wohl kommen müssen. Die Wolfspopulation in Deutschland wächst stark an. Aber wird das die Debatte beenden? Nicht alle Jäger sehen den Wolf als generelle Bedrohung an. Einige glauben auch an ein Zusammenleben. Peter Burkhardt, Autor von Fachliteratur und selber Jäger, setzt auf Einzelaktion. Mich interessiert eigentlich der zum dritten Mal durchs Dorf läuft, der daneben an noch ein Schaf gerissen hat und der, was weiß ich, aus irgendwelchen Gründen neben einem Waldkindergarten sitzt. Der tut denen nichts. Ja, nur er sorgt für schlechte Presse und diskreditiert in seiner Eigenschaft alle anderen, die auch nichts tun. Das ist ja vielen klar. Nur wenn wir mal das umdrehen und sagen, lass uns doch die wegnehmen, die schlechte Presse machen, dann ist allen anderen damit geholfen. Warum nicht das wenigstens? Und wegnehmen heißt aber dann schon schießen, oder? Ja, sicherlich. Oder? Was sollen wir denn sonst mit denen machen? Einfangen und einsperren. Ich bin ein wildlebendes Tier, dann schmeiße ich das hier rein und dann darf das von nun an auf 9 Hektar leben. Will das einer, wenn man einmal die Freiheit da genossen hat? Doch wohl hoffentlich nicht. Und ich meine, was ist daran auch so schlimm, da mal einzuschießen? Also es ist, die gesamte Diskussion ist sowas von überhitzt und steht in keiner Relation zu das, was von mir aus 1000 Wölfe jetzt hier irgendwie machen. Und dann ist es endlich soweit. In unserem Wald habe ich keinen Wolf gesehen, aber hier im Wolfcenter Dörferden kann ich ihnen sehr nahe kommen. So. Herr Fass, der Gründer, lässt mich ins Gehege rein. Hier treiben sich dann also 2 Wölfe rum, ja? Ganz genau. Aber wir werden sie gleich noch sehen. Da. Es ist echt spannend. Wir haben jetzt ja doch schon eine Weile nach dem Wolf gesucht, Carla und ich. Jetzt hier im Gehege zu sein. Und ja, also wie gesagt, wie weit ist das? 10 Meter maximal oder so. Steht jetzt hier
einer der Grauwölfe und guckt einen an, Auge in Auge. Probleme, über die wir schon ein bisschen gesprochen haben, eben, sind die in 10 Jahren auch noch da, in 20 Jahren da? Oder wie wird sich auch die Aufgabe Ihres Wolfcenters vielleicht verändern oder verändern müssen? Es ist oft so, dass Verunsicherung festzustellen ist, einhergehend mit der Frage, sind wir alle noch sicher, den brauchen wir hier nicht. Da, wo er dann ist, dann, oh Gott, ne? Und wir stellen fest, wenn er dann länger irgendwo ist, dann ändern sich teilweise Meinungen, dann beruhigt sich die Stimmung. Aber wie ich auch sagte, es wird aber auch immer Menschen geben, die sind immer komplett dagegen. Aber generell glauben Sie auch schon daran, dass der Wolf hier in Deutschland auf alle Fälle auch über lange Sicht einen Platz haben kann? Ja, hat er ja quasi seit gut und gerne 20 Jahren jetzt mit den ersten Entwicklungen in Sachsen bis heute. Und es sind eben nicht Menschen in Hülle und Fülle gefressen worden. Aber das erfordert Zeit. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass wir mit unserer Öffentlichkeitsarbeit hier, dass wir da auch in den nächsten Jahrzehnten weiter gut dran zu tun haben. Wir sitzen jetzt hier im Feld, wo letzte Nacht noch Rehe gesessen haben. Ja, und wir waren eine Woche im Wald. Einen Wolf haben wir leider nicht gesehen. Nee, keine Chance. Aber was meint ihr zum Thema Wolf? Juhu, er ist wieder da. Oder sagt ihr, man müsste ihn schießen und regulieren? Oder habt ihr vielleicht noch eine ganz andere Meinung? Ich hab's verkackt. Ich wollte sagen, schreibt's uns gerne in die Kommentare. Ja, sonst sag ich das noch. Gut. Und du ja, sagst, dann den ich sag liken und sharen und ja. Hier gibt's noch andere Folgen da und du machst das zweite da. Ja. Gut. Jetzt haben wir es aber auch gleich.